So, ein Mikrofon hier für Professor Welzer und eins für Francesca Pick. Vielleicht haben Sie die, ich würde mal sagen, Konfliktlinien schon so in etwa entdeckt durch die Vorträge der beiden. Und beide haben ja recht auf eine Art. Wenn wir zum Beispiel mal Wikipedia nehmen, Professor Welzer, lassen wir das gelten als gute Sharing, vielleicht auch gar nicht Economy, eher so Sharing Charity? Wenn Sie das Mikro... Ist das schon die Frage gewesen? Ja, ja, das war eine, habe ich lange dran gearbeitet. Ja, okay. Ja, also wie gesagt, ich würde das nicht so schematisch sehen. Sicherlich gibt es Formen des Commoning, des Zusammenführens von Leistungen, von Kompetenzen, von auch Begabungen oder sonst was, die dann in solchen Formen wiederum als Gemeingut sich organisieren. Das ist schon ganz okay. Ja? Aber bei Wikipedia verdient auch keiner Geld. Ist das Problem also der, ich sag mal, in dem Moment, wo jemand Geld verdient, wo Gebühren erhoben wurden, wo jemand ein Plattformmonopolist ist, wird es in dem Moment problematisch? Kann man das so einfach sagen? Naja, ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Also ich habe ja versucht, in diesem kurzen Beitrag zu beschreiben, inwieweit das sozusagen mit einer Umformatierung dessen, was wir als Gesellschaft verstehen, einhergeht. Ja, und dann kann man sagen, dann haben wir ein Symptom. Und das Symptom ist Plattformkapitalismus, das heißt, wo Leute ohne eigenen großen Einsatz Dinge abschöpfen, die eigentlich auf der Grundlage der Kreativität von anderen überhaupt nur möglich sind. Und das andere Problem dabei ist natürlich, dass diese Formen der Plattformen natürlich keine Arbeitsplätze schaffen oder nur in sehr geringem Ausmaß und alles, was damit zu tun hat, während die Form der gemeinwohlorientierten Ökonomie, wenn ich es mal so sagen darf, die wir mal kannten, natürlich eben auch dazu dient, Leistungen vorzuhalten von Leuten, die sie sich nicht leisten können. Und das gibt es bei der Share Economy nicht. Das muss man dann alles bezahlen. Ja? Mhm. Francesca Pick, fühlten Sie sich irgendwie angegriffen durch den Professor oder können Sie das nachvollziehen, dass Sie sagen, so, es gibt die guten Sharer und die bösen Sharer? Also ich habe mich jetzt nicht direkt angegriffen gefühlt, weil ich natürlich diese Diskussion gut kenne und dieses Spannungsfeld. Und ich denke eben, wir stellen uns oft die Frage, natürlich, was ist besser, was ist schlechter? Ich glaube, man sollte versuchen, nicht diese Art von moralischer Beurteilung unbedingt zu machen. Ich finde, das sollte man sehr wohl versuchen, vielleicht sogar als allererstes. Naja, ich glaube, es ist einfach eine sehr große Grauzone und es ist manchmal wirklich schwierig zu identifizieren, wo werden genug Vorteile generiert und wo nicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel Airbnb nehmen, natürlich wird die Plattform verdient daran sehr viel und bekommt nicht, gibt nicht die ganze Wertschöpfung weiter an diejenigen, die die Zimmer anbieten. Aber dennoch können dadurch viele Menschen ihr Einkommen finanzieren und wirklich sich finanziell mehr absichern als zuvor. Das heißt, wir können auf jeden Fall nicht leugnen, dass dadurch für die Nutzer ein Mehrwert entsteht. Und der wichtige nächste Schritt, den ich da nämlich sehe, warum ich auch das Beispiel Lockonomics gezeigt habe, ist, dass es auch andere Modelle gibt zu den klassischen, die dann auch in die Richtung Plattformkapitalismus gehen, die eben diese Wertschöpfung weitergeben. Und zum Beispiel, man könnte sich vorstellen, eine genossenschaftliche Version von Airbnb, wo alle, die ihre Zimmer anbieten, automatisch Mitglied der Plattform sind und dadurch einen Anteil besitzen. Und wenn die Plattform erfolgreich sind, dann auch davon Benefit bekommen. Mhm. Es gibt noch eine zweite Überlegung in dem Moment, wo, ich sag mal, die nächtliche Unterbringung zum Beispiel von Touristen oder auch von Geschäftsreisenden auf diese Art und Weise ja privatisiert wird, fallen ja vielleicht nicht die besten, aber inzwischen auch durch den Mindestlohn geschützte Arbeitsplätze weg. Ob das Zimmermädchen sind, ob das Hotelpersonal ist. Also das Motel One macht dann irgendwann dicht, weil alle bei Airbnb buchen. Verschwinden dann nicht klassische Arbeitsplätze zugunsten von Nebenerwerbs-Hobby-Vermietern? Also ich denke, dass Arbeitsplätze verschwinden. Dafür können wir nicht die Sharing Economy verantwortlich machen, weil das sowieso passieren wird. Durch diese Technologien gibt es einfach sehr, sehr viele Stellen, wo Sachen effizienter werden, zum Beispiel auch Autos, die bald ohne Fahrer zum Beispiel sich bewegen können. Ist es klar, dass diese Arbeitsplätze wahrscheinlich langfristig wegfallen müssen?
Und deswegen sehe ich viele dieser Modelle als intermediären Schritt, der sozusagen neue Möglichkeiten eröffnet und diesen Bewusstseins- und Verhaltenswandel in Gang setzt, dass Menschen selber verantwortlich überlegen müssen, wie kann ich mich finanzieren, was für verschiedene Formen von Arbeit kann ich vollbringen. Und das kann was sein, was viel komplexer ist. Weil wenn ich richtig verstehe und zum Beispiel vergleiche, wenn ich mit meinen Eltern spreche, die gewöhnt waren, dass sie vielleicht 10, 20 Jahre im gleichen Unternehmen arbeiten, das wird einfach nicht mehr weiterhin so bestehen. Arbeit wird flexibler, wir haben viele verschiedene Jobs in einem Leben und diese Modelle gehen schon in diese flexiblere Richtung. Das heißt, so Errungenschaften wie 35-Stunden-Woche oder 40-Stunden-Woche, Mindestlohn, Sozialversicherung und so würden Sie jetzt mal als mit einem gewissen nostalgischen Blick betrachten und sagen, das war mal, das ist die Welt meiner Eltern, vielleicht schafft der Professor noch seine Rente, vielleicht ich noch, aber Sie schon nicht mehr. Weil dann gibt es keine mehr. Also ist das Ihre Welt? Also ich wünsche mir das nicht so. Ja. Aber wir sehen ja, dass viele Unternehmen gerade diese Dinge immer mehr kürzen. Und das einfach für mich, also meine Generation, können wir nicht davon ausgehen, dass wir davon profitieren können. Auch wenn wir es gerne so hätten und vielleicht für ein Unternehmen arbeiten möchten. Mhm. Aber diese Veränderung findet statt. Und daher glaube ich, dass man nach vorne gucken soll, um zu sehen, wie können diese neuen Modelle uns ermöglichen, eine Alternative zu finden und diese dementsprechend auch besser zu regulieren und zu überlegen, wie wir auch einfach die Menschen mehr schützen können, die anfangen, diese zu benutzen. Teilen Sie diesen Blick in die Zukunft, dass das, was wir als Sozialstaat kennen, jetzt eigentlich so eine kurze Phase in der Geschichte der Menschheit war? Naja, das ist halt eine Frage, ob man das Ganze empirisch betrachtet oder ob man das Ganze normativ betrachtet. Ich halte die Sozialstaatlichkeit, wie sie in den westlichen Nachkriegsgesellschaften entwickelt worden sind, für eine enorm wichtige und bedeutsame Angelegenheit. Und zwar unter anderem deswegen, und das ist der Punkt, den ich bei Ihnen, Frau Pick, kritisieren würde, in dieser schönen neuen Welt der Eröffnung von individualisierten Einkommensmöglichkeiten wird ja völlig ignoriert, dass die Ausgangsvoraussetzungen, sich diese Möglichkeiten zunutze zu machen, total unterschiedlich sind. Die sind einfach unterschiedlich. Wer kein Auto hat, kann kein Uber-Fahrer werden oder Fahrerin. Wer keine Wohnung hat oder nur eine Zimmerwohnung oder sonst wird keinen Platz zum Sharen haben. Ja? Also es geht so von einer marktförmigen Welt aus, deshalb ist das auch neoliberal, bis der Arzt kommt. Ja? Es geht von einer marktförmigen Welt aus, auf die idealerweise Akteure treten und aus dem Ganzen das Beste machen und alle haben die gleichen Chancen. Und das ist einfach unwahr. Das ist total ideologisch. Und insofern finde ich das Sozialstaatsprinzip eine, sag's mal so pathetisch, eine zivilisatorische Errungenschaft, die man nicht preisgeben soll, bloß weil irgendwelche Leute Ideen darüber haben, wie sie am besten Kohle verdienen können. Und das, was Herr Schumacher ausgeführt hat, das ist zum Beispiel jede Menge soziale Regulierungen gibt, dass es Arbeitsschutz gibt, dass es Krankengeld gibt, dass es Versicherungen gibt, ja, für die Individuen nicht alleine einzustehen haben, sondern die Solidargemeinschaft dafür da ist, dass diese Härten abgefedert werden. Das ist doch etwas, was ein Zivilisationsniveau ist und nicht irgendetwas, was man zugunsten irgendwelcher neuen, hippen Ideen einfach sozusagen kostenlos freigeben kann. Und das betrifft übrigens auch Ihre Generation. Sie sind ja ganz allein auf der Welt, wenn Sie nicht mehr auf dem Markt tatsächlich die Leistung bringen können, die sie bringen müssten, um ihren Lebensunterhalt zu fristen. Da taucht niemand mehr auf. Da wird auch kein Airbnb-Chef irgendwie kommen oder Eric Schmidt von Google und sagen, Frau Pick, scheiße gelaufen für Sie, wir helfen Ihnen jetzt. Das gibt's nicht, weil das nicht auf dem Solidarprinzip und dem Sozialstaatsprinzip basiert, sondern auf der Nutzenmaximierung auf der rein personalisierten Ebene. Und das ist eine Gesellschaft, glaube ich, die eine extreme soziale Vereinsamung und Vereisung einfach bedeutet. Entschuldigung, wenn ich so moralisch werde, aber ich finde, das muss man nicht preisgeben. Also ich denke, dass man da wirklich jetzt nur eine Perspektive sieht, weil da eigentlich einige wichtige Aspekte fehlen. Nämlich
zum Beispiel, wie ich erwähnt habe, viele dieser Plattformen ermöglichen das Formen von starken Communities und vor allem auch viele der geldlosen Modelle, die ja auch wirklich größer werden und mehr wachsen. Das heißt, es geht nicht immer darum, nur die Transaktionen zu monetarisieren, sondern auch einfach einen größeren Pool an Dingen anzubieten, die man kostenlos erhalten kann. Allerdings, also ein wichtiger Aspekt, den ich da sehe, sind das Entstehen von kleinen, lokalen Gemeinschaften, in denen auch wieder mehr Solidarität entstehen kann. Und ich sehe wirklich, dass das eigentlich eine Art Gegenbewegung ist und dadurch eigentlich dieser Solidaritätsgedanke wieder mehr entsteht. Denn viele der Plattformen, zum Beispiel sowas wie Amazon, über das ich jetzt kaufen kann, das ist sehr, sehr entpersonalisiert. Alle kaufen nur noch online, ich gehe gar nicht mehr in den Supermarkt und sehe eine andere Person zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt auf Etsy zum Beispiel kaufe oder sowas wie die Food Assembly, wird das alles wieder personalisiert und wirklich in sehr, sehr kleinen Rahmen gebracht, wodurch mehr Interaktion möglich wird und wirklich diese persönliche Vernetzung von Menschen. Aber jetzt mal eine Fachfrage. Food Assembly war das, was Sie als Chart gezeigt haben mit den vielen bunten Menschen, wo jemand einen Raum zur Verfügung stellt, wo dann Kunden und zum Beispiel Bauern oder sowas zusammenkommen und ihre Waren austauschen. Bei uns hieß das Wochenmarkt. Und das geht auch ganz ohne Handy. Also ich gehe da zum Beispiel immer samstags auf den Winterfeldmarkt. Und da kann ich auch einem Bauern die Hand schütteln. Oder zumindest einem, der sich die Mühe gemacht hat, morgens um 5 zum Großmarkt zu fahren und so zu tun, als ob er Bauer ist. Aber egal. Eine gute Story ist ja auch schon die halbe Miete beim Konsum. Was ist jetzt der Gewinn von Food Assembly? Was ist der Unterschied? Also ein wichtiger Punkt ist, ich bin mir nicht genau sicher, wie es in Deutschland ist, aber zum Beispiel in Frankreich, wo es ursprünglich herkommt, sind fast alle Märkte kontrolliert von Großbauern. Und die sind eigentlich schon industriell. Also Wochenmärkte. Genau. Okay. Und die Kleinen können da gar nicht mehr hinkommen. Es lohnt sich auch gar nicht für sie. Das heißt, an sich ist deren Existenz auf dem Spiel. Und durch die Food Assembly können eben wirklich die das produzieren, dorthin kommen. Dadurch entstehen, also die können sich sozusagen nicht leisten, auf den klassischen Markt zu gehen. Okay. Und es wird dadurch für sich wieder für die lohnenswert. Und es wird eben dadurch auch garantiert, dass die Produkte werden online zuvor gekauft. Das heißt, die Bauern, die kommen, wissen sicher, wie viel sie verkaufen werden. Und zum Beispiel, was dort auch sehr wichtig ist, ist, dass Food Assembly ein dezentral organisiertes System ist. Das heißt, alle die Assemblies, die sind selbst organisiert und haben einfach den Gastgeber, der das alles selber leitet. Und dadurch hat man wirklich ein Entstehen von einfach nicht zentralisierten, sondern individuellen Gruppen, die sich selber organisieren. Das würden wir aber gelten lassen, oder, Herr Professor? Ja, ich habe selber Beispiele genannt. Es gibt Dinge, die kann man in diesem Zusammenhang sehr gut gelten lassen, wenn man sich anguckt, ob das dann tatsächlich so funktioniert. Aber ich glaube, der zentrale Aspekt ist tatsächlich der, weil Sie jetzt zum Beispiel auf die lokalen Gemeinschaften so abheben. Das ist ja der totale Renner, auch in der Nachhaltigkeitsszene und so weiter. Die lokalen Gemeinschaften, die sollen jetzt alles rausreißen. Aber ich glaube, dass moderne Gesellschaften nicht wirklich funktionieren, gerecht funktionieren auf der Basis lokaler Gemeinschaften. Denn das, was moderne Gesellschaften kennzeichnet, ist die Schaffung von Institutionen, die für alle Gesellschaftsmitglieder bestimmte Leistungen bereitstellen. Und das können lokale Gemeinschaften nicht machen. Und die können auch diese Prinzipien nicht ersetzen. Sondern dann gibt es welche, die sind irgendwie besser aufgestellt, neudeutsch gesprochen, und welche, die sind leider schlechter aufgestellt, oder welche, die sind in der Stadt und können gar nicht diese wunderbaren Nahrungsmittel anbieten und so weiter. Es ist hier wieder das Ignorieren von unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen. Ich kann Ihnen mal ein Beispiel sagen. Ich habe mit meinen Studis ein Seminar gemacht zur Postwachstumsökonomie. Ist ja auch gerade so ein Hype. Und die fanden das dann unheimlich gut, was da so von Nico Pech und anderen Kollegen ausgedacht wurde, wie man halt lokale Wirtschaften machen kann und so weiter und so weiter. Und dass alle Leute auch direkte Austauschbeziehungen haben und so. Und dann habe ich mal, als die ganz euphorisiert gewesen sind, die Frage gestellt, okay, ihr stellt euch eine Gesellschaft vor, organisiert nach lokalen Gemeinschaften. Yo, haben die gesagt, so stellen wir uns das vor. Okay, dann habe ich gesagt, okay, dann habt ihr eure lokale Gemeinschaft Pellworm oder sowas. Kann ja heißen, wie es will, 500 Leute oder 1000 Leute, überschaubare Größe, wo man das organisieren kann. Ja,
Super Sache. Und dann gibt es 20 Kilometer weiter die nächste lokale Community. Und da habe ich gesagt, und was ist, wenn diese lokale Community 20 Kilometer weiter von euch Regeln einführt, dass dort Kinder und Frauen verprügelt werden können? Oder dass diejenigen, die nicht genug leisten, entweder ausgepeitscht werden oder verhungern. Wie stellt ihr als lokale Community sicher, dass das dort nicht passiert? Oder interessiert es euch nicht, weil ihr Gesellschaft nicht mehr als Gesellschaft versteht, sondern als partikulare Organisation von Subsistenz? Und da waren die ganz verblüfft, weil an so einem Beispiel man sehen kann, wie eigentlich moderne Gesellschaft funktioniert und was sie tatsächlich leistet für ihre Gesellschaftsmitglieder. Das kriegen sie mit lokalen Communities nicht gerissen. Das Auspeitschen führt jetzt ein bisschen weit, auch wenn es die ein oder andere Fantasie bei Ihnen beflügeln mag, meine Damen und Herren. Wir würden gerne mal gucken, was auf Slido passiert, wo unser total Sharing-Question-System praktisch heiß läuft. Aha, interessiert das Thema nicht nur alleinstehende Berlin-Mitte-Juppies? Das würde ich mal mit einem klaren Kommt drauf an beantworten wollen. Das hat aber die Antwort schon mit drin. So, wofür sammeln die Vermittlungsplattformen Daten und was passiert mit diesen Daten? Das ist mit 25 Likes auch ganz weit vorne, auch ganz mutig anonym gestellt, diese Frage. Frau Pick, die Daten, wenn das jetzt alles so online geht, dann weiß man zum Beispiel irgendwann, dass ich besonders gerne rote Beete bei Food Assembly bestelle. Und auf einmal kriege ich rote Beete, Bücher, Werbung zugeschickt, rote Beete, Pressgeräte, rote Beete, Therapien, alles mögliche und das will ich gar nicht. Habe ich die Daten, sind die bei mir oder ist das ein Teil des Deals, dass die dem Plattformbetreiber zum Beispiel so nebenbei zufallen? Das kommt natürlich darauf an. Also das ist bei jeder Plattform unterschiedlich geregelt, auch je nachdem, wie sie aufgebaut ist. Und an sich, also das ist allgemeine Frage, die weit über nur Sharing-Modelle hinausgeht, sondern für einfach alle Internetplattformen natürlich sich betrifft. Aber ist das Teil der Sharing-Economy, diese Abmachung, dass der Plattformbetreiber davon, also Google ist so ein klassisches Beispiel, der Deal heißt, ich darf eine Frage stellen, kriege kostenlos eine Antwort oder viele Antworten und dafür wissen die dann halt nach 10 Jahren ungefähr, was ich für ein Mensch bin, weil wenn wir dann alle meine Fragen mal so kumuliert haben, die ein ziemlich ordentliches Persönlichkeits- und Shopping-Profil. Also sind die Daten, werden die so mitgegeben oder finden Sie, dass man... Also ich finde auf jeden Fall, dass es nicht so sein sollte. Momentan ist es bei vielen Plattformen leider sozusagen die Abmachung automatisch, wenn man sie nutzt, dass es so ist. Aber es gibt bereits verschiedene Möglichkeiten für dezentralisierte Datenspeicherung, die entwickelt werden, wo man wirklich 100% in Besitz seiner Daten sein kann, die entwickelt werden. Aber das ist sozusagen alles Teil der Open-Source-Bewegung und ist noch nicht ganz vorgedrungen in die bekanntesten Modelle. Aber sozusagen, ich bin 100% dafür, dass eigentlich diese verschiedenen Plattformen dem Nutzer komplette Kontrolle über seine Daten geben sollten und das nicht Teil der Abmachung sein sollte. Aber im Moment ist es so. Nicht bei allen. Nicht bei allen. Also natürlich bei den bekanntesten, ja, aber es gibt auch andere Beispiele, die eben sehr unbekannt sind häufig oder kleiner, hauptsächlich in der Open-Source-Bewegung, wo das nicht so ist. Haben Sie, wenn Sie jetzt mal für Ihre Generation sprechen, mein Sohn ist 21, dem sind seine Daten auf Deutsch Wumpe. Ja, also wir sind alle noch mit Volkszählungsprotesten aufgewachsen und haben den Volkszähler nicht durch die Tür gelassen, weil wir dem nicht sagen wollten, an welcher Adresse wir wohnen, obwohl er schon vor der Tür stand. Ja, das war also schon lustig damals, wenn man sich vergleicht, was wir heute alles so preisgeben. Würden Sie sagen, es gibt eine Datensensibilität bei den Digital Natives, zu denen ich Sie jetzt mal zähle? Oder eher... Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist nicht die Mehrheit der Leute. Ich sehe das auch mit vielen Jüngeren, dass da wirklich keine hohe Sensibilität ist. Aber bei Personen, die sich mehr damit auseinandersetzen, ist es auf jeden Fall ein Riesenthema. Und zum Beispiel auch bei unserem WeShareFest hatten wir zum Beispiel einen ganzen Dezentralisierungsprogramm-Track, also Riesenbereich, der wirklich immer mehr wächst, wo es ganz, ganz viele interessante Entwicklungen gibt, wie man eben diese Dinge lösen kann. Mhm.
Professor Welzer, wie ist das? Ist jetzt ein bisschen Ausflug weg von der Sharing Economy, aber wäre es nicht eigentlich konsequent, dass jeder bei jeder Gelegenheit entscheidet, was mit seinen Daten passiert, beziehungsweise, wenn das das neue Öl ist des digitalen Zeitalters, dann müsste man seine Daten doch eigentlich auch monetarisieren können, wenn dann daraus schon irgendwelche Profile gebastelt werden. Ja, Sie sind schon relativ weit fortgeschritten in der Umformatierung. Ganz häufig. Ja. Das wäre natürlich wirklich der logisch nächste Schritt. Ja, aber ich glaube, um jetzt mal diese etwas allgemeine Frage auch allgemeiner zu beantworten, ich glaube, dass die Dimension dessen, was wir gegenwärtig erleben als Veränderung unserer gesellschaftlichen Grundverhältnisse durch diese Okkupation von Daten und durch die permanente Herstellung von Transparenz und durch das Verschwinden von Privatheit überhaupt noch nicht zureichend erkannt worden ist und auch überhaupt nicht zureichend von der Politik erkannt worden ist. Es ist eine ganz, ganz tiefgreifende Veränderung unserer Grundverhältnisse. Ja? Und das ist auch gar nicht ausgehebelt mit sozusagen Forderungen nach mehr Datenschutz oder Verschlüsselung von E-Mails, sondern das Grundprinzip, dass wir keine Bereiche mehr haben, in die niemand mehr Zugang hat und keine Zugangsrechte hat, das verändert tatsächlich fundamental was. Das ist jetzt aber eine andere Frage als die ganze Share-Economy-Geschichte. Aber das ist, glaube ich, etwas, wo dringendst eine sehr intensive gesellschaftliche Debatte notwendig ist, weil gegenwärtig verschwindet Demokratie, weil Privatheit gehört essentiell zur Demokratie dazu. Und wenn man den Fernseher zu Hause hat, der sich abhört, worüber man sich gerade unterhält, weil das Programm wieder so langweilig ist, dann gibt es keine Privatheit mehr. Genauso wenig wie mit diesem ganzen Smart-Home-Gedöns und so weiter. Und insofern glaube ich, ist hier angestoßen durch das, was es hier als sichtbare neue Entwicklung gibt, glaube ich, eine ganz intensive gesellschaftliche Debatte notwendig. Hier geht uns wirklich etwas substanziell verloren, wenn das so weitergeht. Hier ist jetzt eine Frage bei Slido. Lässt die Sharing Economy noch etwas übrig von der Sharing Culture oder kommerzialisiert der Plattformkapitalismus, was bisher sozialer Austausch war? Ich glaube, das ist durch Professor Welzer beantwortet worden. Hier fragt Anonymous Francesca Pick, inwiefern verbessert sich mein Lebensstandard? 5 Euro für eine GoPro, also pro Stunde für eine GoPro, das sind diese Kameras, die man sich auf dem Helm macht und dann fährt man mit dem Mountainbike irgendwo davor und stellt das lustige Filmchen dann inklusive des Krankenhausaufenthalts bei YouTube ein. 5 Euro für eine GoPro zum Leihen klingt ja erstmal prima, der Mann sagt, kann ich mir nicht leisten, aber der hätte sich ja jetzt auch keine richtige dann leisten können. Also, sagen Sie einfach was dazu. Man muss sagen, dass auf jeden Fall im Bereich des Teilens von Gegenständen, das ist der Versuch, also da gibt es noch einige Entwicklungen, die notwendig sein wird. Es gibt verschiedene Modelle, die ausprobiert werden und der Markt ist noch nicht sehr liquide. Das heißt, es gab noch nicht wirklich die Möglichkeit, dass Angebot und Nachfrage sich einpendeln, um vielleicht den wirklichen Preis zu finden. Weil das Angebot noch zu gering klein ist. Ja. Nachfrage gibt's. Es ist, also ja, das ist immer das Hühner-Ei-Problem, das eben vor allem sich bei diesen Plattformen gestellt hat. Und dieses Modell von Leiber ist eben jetzt ganz neu. Das ist wirklich ein anderer Versuch, dass es eine physische Infrastruktur gibt. Aber häufig gibt es eben diese kritische Masse, die notwendig ist, noch nicht. Und daher muss man echt sagen, dass bei diesen Modellen einfach vielleicht die Preise auch noch nicht richtig stimmen oder es sich nicht wirklich lohnt. Da braucht man einfach mehr. Genau, also vor allem bei wirklich großen, teuren Gebrauchsgegenständen lohnt sich es wirklich immer. Und ich denke vor allem, dass auch oft vielleicht am Anfang man denkt, okay, 5 Euro, das wirkt jetzt teuer, aber wenn man wirklich ausrechnen würde, was es kostet, dieses Produkt die ganze Zeit bei sich auch zu lagern und dann vielleicht auch irgendwann zu entsorgen, dass es dann eigentlich schon mehr Kosten sind langfristig. Ich finde das Unpraktische ja zum Beispiel, da stand glaube ich auch ein Drucker, wurde auch für 5 Euro Miete angeboten. Das finde ich im Prinzip eine gute Idee, nur wenn der jetzt in Pankow ist und ich wohne in Spandau, dann haben wir irgendwie das zwischendrin auch noch so ein Transportproblem von 2 bis 3 Stunden, dann wird es unökologisch. Dafür gibt es Uber. Und das macht Uber dann.
dann klingt es aber jetzt irgendwie auch nicht mehr so günstig. Also dann addiert sich da auch ein bisschen was. Und damit kommen wir zu einem nächsten Punkt, den ich interessant finde. Dass die klassische Nutzungsdauer eines Autos ist irgendwie so 30 Minuten am Tag ungefähr. Also das ist im Schnitt, wird ein Auto 30 Minuten und 23,5 Stunden eben nicht. Gescherte Autos werden eine gute Stunde genutzt. Das heißt, die Nutzungsdauer verdoppelt sich. Das heißt, man könnte rein theoretisch die Hälfte der Autos abschaffen. Das ist jetzt mal sehr mathematisch-statistisch fragwürdig, aber damit es eingängiger wird. Was sagt jetzt zum Beispiel VW, wenn die einfach gar nicht mehr so viele Autos verkaufen, weil diese Leute sich auf einmal welche teilen? Was macht das mit unserer Industriegesellschaft? Naja, das ist eine ziemlich gute Frage. Vor allen Dingen, wenn man mal überlegt, wann das Carsharing erfunden worden ist. Denn das ist ja nun mal auch gute 30 Jahre her. Und auch hier werden sich die Älteren daran erinnern, wie fürchterlich das gewesen ist. Vor der Digitalisierung, dass man dann so Parkplätze hatte, die man ansteuern musste, wo drei mausgraue, hässliche Autos gestanden haben und einen Schlüsselkasten und so weiter und so weiter. So, die Idee bei diesem Carsharing war aber tatsächlich die Aufwandsreduzierung, dass mehrere Nutzer sich ein Fahrzeug teilen und dabei auch gewissermaßen was auf sich nehmen müssen. Dann hat die unglaublich kreative Autoindustrie mehrere Jahrzehnte später entdeckt, dass das eine soziale Innovation ist, mit der sie was machen sollen. Klammer auf, ansonsten ist die Fantasie der Autoindustrie ja darauf beschränkt, zu gucken, wo es neue Absatzmärkte gibt, weil die alten nicht mehr funktionieren, Klammer zu. Das ist meines Erachtens nach die nicht innovativste Industrie, die man sich überhaupt vorstellen kann. So, aber dann haben sie das entdeckt, dass es Carsharing gibt. Und dann haben sie natürlich mit den Möglichkeiten der Platzierung und auch der Nutzung der digitalen Medien ein wirklich tolles Angebot geschaffen, was besonders hier in Berlin sehr sichtbar ist. Car2Go und Car2Go und alle, ja, und da stehen jetzt überall diese schicken Mini-Cabrios an der Ecke rum und so weiter und so weiter. Und es gibt ja zwei Studien, die darauf hinweisen, dass sich der Mobilitätsaufwand durch diese Form des Carsharings erhöht und nicht erniedrigt. Weil sich natürlich jeder, der da gerade mal so langlatscht, denkt, wow, warum nehme ich nicht dieses schicke Auto? Machen andere ja auch. War gerade auf dem Weg zur S-Bahn, ja, biegt aber ab und setzt sich in das Auto und macht die Strecke. So, und das, was dadurch an Parkraum belegt wird, was dadurch an zusätzlicher Mobilität entsteht und so weiter, wiegt möglicherweise die Reduktionsvorteile durch das Sharing dann eben auf. Und das ist genau das Problem, was entsteht, wenn solche Angebote gewissermaßen gegen den Sinn der Erfinder eigentlich verwendet werden. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem an der ganzen Geschichte. Wie ist das bei Ihnen bei dem WeShare-Fest? Ist das auch Thema, dass also manche Versprechen, die gemacht werden, dann vielleicht durch dieses Beispiel gar nicht so gehalten werden? Also man fährt einfach mehr Auto, obwohl wir alles klimaschützen wollen. Sind das Themen, also auch Probleme der Share-Economy? Ja, auf jeden Fall. Also dieses Jahr war das Thema auch Lost in Transition und alle Diskussionen dann sehr, sehr kritisch. Und zum Beispiel, wir haben sehr genau auch die ökologischen Auswirkungen dieser Modelle angeguckt, weil natürlich paradoxerweise in vielen Fällen der Konsum sogar größer wird. Zum Beispiel auch, dass Reisen viel günstiger wird. Das heißt, ich reise mehr. Das hat nicht unbedingt einen positiven ökologischen Fußabdruck. Aber es ist natürlich sehr neu und man muss, glaube ich, noch länger beobachten, wie sich wirklich Nutzerverhalten verändert und was dadurch auch für Möglichkeiten entstehen. Und ich denke, zum Beispiel beim Carsharing ist es natürlich auch klar, dass die kommerziellen Systeme einfach der erste Schritt sind. Aber eigentlich, ja, das private Carsharing, da ist wirklich ein Vorteil. Weil das sind Autos, die existieren sowieso schon, die stehen auf der Straße und wenn die mehr genutzt werden können, dann ist es natürlich positiv. Und ein weiterer wichtiger Aspekt, denke ich, ist auch, wenn wir die Qualität von Produkten uns angucken. Weil natürlich, wenn ich davon ausgehe, dass wenn ich etwas kaufe, dass ich das teilen kann, damit vielleicht auch was verdienen kann, dass ich das teile und es dadurch länger behalten möchte, dann werde ich das auch mit einbeziehen, wenn ich das Produkt kaufe. Das heißt, vielleicht wähle ich ein teureres Produkt mit besserer Qualität, was sozusagen auch diesen Verschleiß besser aushält. Dann kann ich es länger öfter verleihen. Genau, und dadurch haben wir ein bisschen so eine Gegenentwicklung zu diesem Trend zu Billigprodukten, die in Asien produziert wurden. Und eigentlich wird dadurch richtige Qualität, für die wir auch in Deutschland sehr bekannt sind, wird dadurch wieder ein wichtigeres Kriterium.
Also ein Billy verleiht man nicht. Ich meine jetzt so ein IKEA-Regal, weil das übersteht den Transport gar nicht. Okay, verstehe. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt hier bei einer also es ist hier praktisch der versammelte Deutsche, die Creme des deutschen Verbraucherschutzes. Sie können jetzt mal Forderungen oder zumindest mal Hinweise formulieren, worauf sollten Deutschlands Verbraucherschützer achten, was Sharing Economy angeht. Professor Welzer? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Hier ist ja genug Kompetenz im Raum vorhanden. Ich meine, wenn das Betätigungsfeld der Verbraucherschutz tatsächlich ist, dann liegt es ja meines Erachtens nach auf der Hand. Also so etwas wie Verbraucherschutz in diesem Sinne ist ja auch etwas, was zu einer bestimmten Form von Gesellschaft beitragen soll. War ja nicht umsonst von Schutzrechten vorhin auch die Rede. Und insofern glaube ich, braucht man hier gar keine Hinweise zu geben. Das wissen die ja alle viel besser. Wie das haben Sie sehr elegant gelöst. Ja, aber mir fällt da auch nichts ein, ehrlich gesagt. Also Ihnen fällt nichts ein. Das höre ich zum ersten Mal, aber gut, okay. Also zum Beispiel Versicherung finde ich ein Riesenthema. Ne? Weil was ist mit Ihrer GoPro, wenn die jetzt halt doch nicht in einem Stück zurückkommt? Ja? Oder jemand, Sie haben zufälligerweise eine Punkband über Airbnb in Ihrem kleinen Apartment untergebracht. Man hört ja so viele Sachen. Was würden Sie sich von Verbraucherschutz, oder sagen Sie, die gehören auch alle abgeschafft? Die stehen dieser Sharing Economy eigentlich nur im Weg. Das wäre mal eine steile These. Ja, das ist nicht so ganz meine Meinung. Ach. Erleichterungsklatschen von Klaus Müller. Also ja, das ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Aber ich denke, dass Kommunikation mit diesen Plattformen und den Gründern von diesen neuen Modellen extrem wichtig ist, um wirklich genau zu verstehen, um was es geht und die Unterschiede der verschiedenen Modelle. Um auch zu erkennen, wo zum Beispiel entsteht hier ein Vorteil für einen Verbraucher, wo findet eine Ausbeutung statt, wo man versuchen muss, dem vorzubeugen. Und ich denke, dass momentan einfach gewisse sehr, sehr große Unternehmen am präsentesten sind und vielleicht dadurch auch am meisten mit denen ausgetauscht wird. Es gibt aber viele kleine Plattformen, die sehr darunter leiden, dass es schwierig ist für sie zum Beispiel Versicherungsmöglichkeiten zu finden. Das Beispiel, also Peer-to-Peer-Autoversicherung auch für Camper. Es gibt zum Beispiel die Plattform Paul Camper, die sozusagen Campingvans vermieten. Wohnmobile. Wohnmobile. Mhm. Und die arbeiten seit mehreren Jahren nur daran, dieses Versicherungsproblem zu lösen. Und die sind extrem klein und haben wirklich super Ideen, aber das verlangsamt sie einfach sehr. Und deswegen glaube ich, dass es einfach sehr wichtig ist, wirklich mit diesen Kleinen auch zu sprechen und versuchen, denen zu helfen, weil sonst wir einfach diese wachsende Monopolstellung von wenigen Unternehmen haben, die sich es auch leisten können, die teuren Anwälte zu bezahlen und einfach das durchzudrücken, was sie gerne hätten. Professor Welzer, ist doch noch was eingefallen? Ja, mir ist tatsächlich noch was eingefallen. Und zwar eigentlich eine Frage an das versammelte, fachkundige Publikum. Das war mir vorhin bei diesem Ding da mit der GoPro und die ist aber noch zu teuer eingefallen. Ist eigentlich der Begriff des Verbraucherschutzes so weit zu fassen, dass man auch eine Beurteilung darüber abgibt, was totales, blödes Zeugs ist, was kein Mensch auf der Welt braucht und dass es in einem substanziellen Sinn auch Verbraucher und Verbraucherinnen Schutz ist, die Menschen davor zu schützen, dass ständig so ein Quatsch auf den Markt kommt und dann auch noch geschert wird, weshalb es dann noch weiter verbreitet wird? Also brauchen wir in einer Gesellschaft Drohnen, ja? Braucht man das, dass Menschen Drohnen haben oder schränkt das die Rechte anderer Menschen so ein, wenn man sowas hat oder diese Kameras, deshalb komme ich drauf, dass jeder Mensch irgendwie alles neuerdings irgendwie filmt und zwar ungefragterweise, ob diejenigen, die dort gefilmt werden, also das Ohmchen, was am Waldrand spazieren geht und dann kommt der GoPro-Mountainbiker mit seinem Pedelec vorbeigerauscht. Mhm. Man sieht gerade noch, wie sie in die Böschung stürzt. Ja, auf der wird oder der Mountainbiker. Es gibt soziale Gerechtigkeit. Also nee, die erwischt es auch manchmal. In dem Fall nicht. Aber verstehen Sie, was ich meine? Also dass ja auch durch diese Ideologisierung dieser ganzen Produktwelt und das Hypen all dieser Möglichkeiten, die es da gibt, überhaupt die Frage aus dem Blick völlig gerät,
wofür braucht man das? Und was verändert das auch an den Formen unseres Zusammenlebens? Aber das ist eine Frage, ob das eigentlich sozusagen im Horizont des Verbraucherschutzes angesiedelt ist oder eher irgendwo anders. Kann das jemand beantworten? Dafür gibt es eine Mittagspause, meine Damen und Herren. Wir haben Servierdrohnen, die bringen Ihnen die Erbsensuppe praktisch an den Platz. Das haben wir nicht. Es war mir zugesagt worden im Vorgespräch. Schade, meine Damen und Herren. Drohnen, finden Sie das? Ich finde das einen interessanten Punkt. Also darf jeder eine Drohne haben und rumfilmen? Das ist eine interessante Frage. Ich sehe jetzt nicht direkt die Verbindung zum Sharing Economy Thema. Für mich zum Beispiel ist Google Glass da genauso betroffen. Mhm. Soll das überhaupt erlaubt sein? Google Glass. Oder ich meine, die Frage stellt sich ja auch schon bei Smartphones, weil wir auch die ganze Zeit Fotos machen und filmen. Mhm. Daher ist es auf jeden Fall eine universelle Frage. Ich habe da jetzt eigentlich keine Antwort drauf. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns das als zusammenfassendes, überwölbendes Ergebnis formulieren. Es gibt eine ganze Menge Fragen und noch nicht auf jede eine Antwort, weil viele Dinge sind neu, vieles entwickelt sich. Sie haben zwei Positionen kennengelernt, die gute Gründe dafür und dagegen haben. Wer mag, ich empfehle noch mal das Spiegelgespräch mit Professor Welzer, mit dem sehr unverdächtigen Titel Totalitarismus ohne Uniform, wo er eine relativ klare, neutrale Bewertung für Apple, Google und Konsorten hat. Da geht es auch um Daten. Haben Sie ein Buch geschrieben, für das ich Werbung machen kann? Leider noch nicht. Aber es kommt. Und es gibt ein interessantes Interview im Freitag, das ich vor ein paar Wochen gegeben habe, wo auch ziemlich viele erklärt haben. Super, also entweder besorgen Sie sich den Freitag mit Francesca Pick oder aber den Spiegel mit Professor Harald Welzer, meine Damen und Herren. Jetzt sharen wir, also beziehungsweise der Verbraucherzentrale Bundesverband shared mit Ihnen Lecker Mittag. Und zwar sowohl im ersten Stock als auch hier unten. Um 14 Uhr treffen wir uns wieder. Als Dessert gibt es nicht die Kanzlerin, sondern Ihren Staatssekretär Helge Braun. Ob das eine gute oder schlechte Nachricht ist, entscheiden Sie bitte selber. Guten Appetit, meine Damen und Herren. Ganz herzlichen Dank an unsere Diskutanten. Applaus